Geboren und hier groß geworden und so, ziemlich groß sogar, also ich habe viel investiert. Und ich habe so gemerkt über die Jahre, ich halte den Berlin-Stress nicht mehr so gut aus. Na, früher war das kein Problem, ja, ich bin morgens aufgestanden, war so, jetzt ist alles in Berlin für mich stressig geworden. Also, wenn ihr nicht aus Berlin seid, ich erkläre mal kurz den Berlin-Stress. Der Berlin-Stress ist, ihr müsst morgens irgendwo hin, ihr habt es eilig, ihr müsst irgendwo dringend hin, ihr steigt in irgendeine Bahn ein, ihr seid fertig mit den Nerven, ihr seid so in eurem Sitz drin, ne? Und dann versucht ihr so eure Musik zu hören und klarzukommen und aus dem Nichts kommt so ein kleiner fetter Mann mit einem Akkordeon und spielt sehr laut La Bamba in euer Gesicht rein, ja? Weil es sein muss. Ja? Ihr sitzt so da und ihr seid so, ich will meine Musik hören und er ist so La 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 Bamba, weil das notwendig ist, um 7 Uhr morgens in der Bahn. Darauf haben wir alle gewartet. Und es ist komisch, ne? weil man kann ja nicht weggucken. Ja? Man muss den dann irgendwie angucken und man guckt ihn so an, weil er La Bamba in euer Gesicht reinspielt und dann irgendwann denkt ihr so zu euch selber, und trägt er so eine pinke, faltige Hose. Und ihr guckt genauer hin und er trägt gar keine Hose. Ja? Und den Rest des Tages lauft ihr mit diesem Bild durch die Stadt von einem kleinen, fetten Mann, der ohne Hose La Bamba auf einem Akkordeon spielt. Und es ist so anstrengend. Davon kriegt man Haarausfall. Das ist wirklich wahr. Das ist der einzige medizinische Grund dafür. Ich hatte neulich eine extreme Version von Berlin-Stress. Ich bin in die U8 gestiegen. Falls ihr die U8 nicht kennt, stell euch einfach vor, ein Friedhof und ein Karneval hätten ein Kind gehabt und dann angefangen, durch die Gegend zu fahren. Ja, das ist so der Effekt. Manchmal ist auch ein bisschen Oktoberfest drin, ne? Dann liegt da so ein toter Bayer irgendwo rum. Es ist egal. Jedenfalls, ich saß da so drin und die Bahn fuhr so los und wir hielten an der nächsten Station an und der längste und dünnste Mann, den ich in meinem Leben gesehen habe, stieg ein. Der war halb so breit wie ich, doppelt so groß, ja? Und ich war sofort so ein bisschen fasziniert, aber man will auch nicht so hingucken, ne? Und dann kam der direkt zu mir und setzte sich neben mich und ich saß und ich wollte nicht gucken, ne? Aber ich habe immer so den hier gemacht, egal. Und dann fuhr die Bahn los, ne? Und bei jeder einzelnen Bewegung der Bahn ist er so gegen mich geschwappt, wie so ein Schluck Wasser, ja? Und ich denke jetzt, was ist da, warum hast du keine, was ist da, wie kannst du keine Bauchmuskeln, wie lebst du, ja? Der war ein faszinierender Typ, ne? Weil das Erste, was ich dachte, als er reinkam, ist, ein Regenwurm hatte sich einfach entschieden, für immer weiter zu wachsen, ja? Und sich ein cooles Outfit zugelegt und in so einer Agentur in Mitte angeheuert als Grafikdesigner. Wir fuhren so ein paar Stationen, ne? Irgendwann geht die Tür wieder auf und die schönste Frau, die ich in meinem Leben gesehen habe, kommt rein und setzt sich neben ihn. Und das war seine Freundin. Kennt ihr das bei Hunden, wenn die was nicht verstehen und die fangen an, diese komische Kopfbewegung zu machen und so seltsame Geräusche, so fragende, das war ich. Ich war neben den beiden in der Bahn und ich war so, was passiert? Aber man darf auch nicht fragen, ne? Es gibt keine höfliche Art und Weise, man kann nicht von der Seite kommen, so, Regenwurmmann? Sorry, in meinem Kopf heißt du Regenwurmmann, ich hätte das erklären sollen. Bist du sehr reich? So, das geht nicht, ne? Das ist auch sexistisch. Ich habe auch, ich habe da eine Theorie aufgestellt, weil ich es mir nicht erklären konnte, wie der Mann ohne Körperspannung die schönste Frau der Welt erobern konnte. Und ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung und ich habe eine sehr komplexe Theorie, da müsst ihr jetzt im Moment aufpassen. Ja, ist ein bisschen schwierig, ich habe auch Mathe und alles, könnt ihr nachher nach der Show fragen. Ich schicke euch die Tabellen, ja, ich habe alles ausgerechnet. Hier ist meine Erklärung, wie der Mann ohne Körperspannung die schönste Frau der Welt erobert hat. Der Typ hat einen Deal mit dem Teufel gemacht, das ist die einzige logische Erklärung. Der lag eines Nachts so mit 16 in seinem Bett und seine Füße hingen so ober, weil es gibt keine Betten in der Länge, okay? Und er lag da so und er lag in seinem Bett und er so, ich möchte auch mal eine Freundin haben. Und aus dem Nichts erschien der Teufel neben seinem Bett und war so, ich kann dir helfen. Und der Typ dachte so, wow, kannst du mir ein längeres Bett bauen? Nein, ich bin der Teufel! Du Idiot, siehst du nicht die Hörner? Ich kann dir helfen. Ich kann dafür sorgen, dass die schönsten Frauen der Welt dich lieben werden. Aber Wind wird dein Feind sein. Ja. Das ist die einzige logische Erklärung. Lass uns kurz über den Elefanten im Raum reden. Mich?
Ich habe eine große Nase. Ein paar von euch haben es schon gesehen, als ich hier reingekommen bin, habe ich einen ziemlich großen Schatten geworfen. Die Hälfte von euch war so im Schatten. Ich zeige es nochmal kurz für alle, die es nicht richtig gesehen haben, im Profil. Ja, das ist so die Reaktion, die ich kriege. Ne? So ein paar Leute sind so... Und der Rest ist so schockiert und starrt mich so an. Und ist so, oh mein Gott, wie kann er leben? Warum fällt er nicht nach vorne? Ja? Das ist starke Nackenmuskulatur. Es ist interessant, mit einer großen Nase aufzuwachsen. Wenn ihr andere Leute mit einer großen Nase sind, meldet euch mal kurz oder legt so den Kopf in den Nacken, dann sehe ich euch ja auch. Hier ist immer keiner, ne? Das ist furchtbar. Es ist seltsam, mit einer großen Nase groß zu werden, weil man wird sehr viel gehänselt. Ja? Leute machen immer Witze über einen, besonders in der Schule. In der Schule kriegt man es wirklich ständig. Und es ist seltsam, wenn man eine große Nase hat, kriegt man oft so sexuelle Witze. Das ist ganz weird. Leute kommen so von der Seite an und sind so, na, die Nase eines Mannes, na, ist so groß wie sein Johannes. Und alles, was man zurücksagen kann, ist so, Frau Müller, ich bin 13. Also, es geht auch nicht, ne? Ist nicht in Ordnung. Es ist witzig, ne, mit einer großen Nase zu werden, aber hier sind sehr viele Leute mit einer kleinen Nase und ihr wisst es deswegen nicht. Also ich sag's euch deswegen einfach mal, ne, was ihr kleinnasigen Bastarde nicht wisst, das ist der Neid. Es hat auch Vorteile, eine große Nase zu haben. Ja? Manchmal zum Beispiel denken Raben, ich bin ihr König und bringen mir Wertgegenstände. Und das ist fantastisch. Ja? Ich gehe so am Ende des Monats, wenn ich nicht viel Geld habe, gehe ich in so einen Stadtpark und ich mache so, ah, ah, und dann kommt so ein Rabe angeflogen mit einem DVD-Player. Oder einem iPhone 1. Die bringen immer so veraltete Sachen, ich weiß nicht warum. Aber man darf auch nicht undankbar sein. Ne? Wenn so ein Rabe, man sieht ihn von Weitem schon mit seinem komischen Nokia 180 oder was auch immer, kommt er da angeflogen und man ist so, fuck, ich brauche, egal. Ah, ah, vielen Dank. Und dann legt man das so auf den Haufen mit den anderen iPhone 1. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr ein iPhone 1 wollt, fragt mich nach der Show, ich habe einen Haufen. Ich habe mal auf einer Show erzählt, dass es Vorteile hat, eine große Nase zu haben. Und ich bin bis zu dem Satz gekommen, es hat auch Vorteile, eine große Nase zu haben. Und so in der dritten Reihe, im Dunkeln irgendwo, hat eine junge Frau so halblaut gesagt, nasale Penetration. Und das ist falsch! Was soll das heißen, nasale Penetration? Werd ich in die Nase penetriert oder penetriere ich jemanden wie so eine Art Fickspecht? Das ist nicht in Ordnung. Wer denkt sich sowas aus? Die Leute sind nicht in Ordnung. Ich würde aber gerne an der Stelle mal das Bilderrätsel auflösen, weil ich weiß, ein paar Leute, ne, gerade wenn die meinen Namen hören, Jonas Imam und so, und ich komme auf die Bühne und ich habe so eine große Nase, da gibt es immer so, die meisten Leute denken sich nichts dabei, aber es gibt immer eine Person im Publikum, die guckt dann so angestrengt und so, oh, was ist mit dem? Das ist nicht normal, also was ist da los? Ne? Und ich kenne das so, ne, weil gerade in Deutschland ist alles in Ordnung, in Berlin vor allen Dingen so, aber es gibt immer die eine Person, die kommt so auf einen zu und ich weiß schon, welche Frage kommen wird, wegen der Körperhaltung, ja, wegen der Körperbewegung. Weil die machen immer folgende Bewegung. Du, Jonas, die pendeln so, als würden sie einem Schlag ausweichen, der noch nicht gekommen ist. Jonas, wo kommst du eigentlich her? Ja, das ist die wunderschönste Frage der Welt, wo kommst du eigentlich her? Und ich versteh's. Wir wissen alle, ne? Jeder Deutsche ist ja tief drin auch noch so ein bisschen Genetikdetektiv. Ja? Alte Hobbys sterben schwer aus. Ist fein. Ich kläre es kurz auf. Mein Vater ist Ägypter, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin also halb deutsch, ich mach's auch. Ja? Ich bin da voll bei euch. Ihr müsst euch nicht schämen. Ich weiß wie Tourette, ne? Manchmal sehe ich so einen braunen Mann die Straße runterlaufen und ich bin so, Filipino! Und dann läuft so ein trauriger Bulgare weg. Und das ist peinlich. Aber was soll man machen, ja? Was soll man machen? Ich habe irgendwann so ein bisschen die Schnauze voll davon gehabt, diese Frage beantworten zu müssen, weil ich nicht immer meine ganze Lebensgeschichte und die von meinen Eltern erzählen wollte. Und dann habe ich eine ganz einfache Lösung gefunden. Wenn ihr auch betroffen seid davon, ja, könnt ihr auch anwenden. Und zwar, was ich gemacht habe, ist, ich habe so eine Weltkarte genommen und zwischen Ägypten und Deutschland habe ich eine Gerade gezogen. Und dann genau auf der Hälfte habe ich so ein X gemacht und es stellt sich heraus, ich bin Italiener. Und das ist fantastisch. Alle lieben es, ich komme so rein, buongiorno, und alle sind so, oh geil, Pizza, und wir haben keine Angst vor dir. Und das ist schön. Einfach schön. Ha ha ha!